Bianca und Udo sind Grenzfahnder bei der Bundespolizei in Rosenheim. Mit dem Zug fahren sie nach Kufstein und wechseln dort in den Eurocity 88, der von Verona kommend nach München fährt. Mehrfach am Tag ist so ein Eurocity unterwegs und fast immer finden sich darin illegal Eingereiste. Als der Zug sich auf deutschem Boden befindet, beginnen die beiden mit der Passkontrolle. Bereits nach wenigen Minuten stapeln sich zahlreiche Pässe in den Händen der Grenzfahnder. Also jetzt im ersten Waggon sind es 18 Erwachsene und dann noch einmal 10 Kinder. Untypisch, dass es wirklich alle Syrer sind jetzt da, ohne, zwar mit Pässen alle miteinander, aber alle ohne Visa, also ohne Aufenthaltstitel. Ein zweites Team der Grenzfahnder hat in einem anderen Waggon eine ähnliche Zahl an Flüchtlingen aufgegriffen. Deshalb wird am Bahnhof Rosenheim der Eurocity angehalten. Jeder der insgesamt rund 48 illegal Eingereisten bekommt ein Armband mit einer Nummer, ebenso das jeweilige Gepäck. Der Verwaltungsaufwand beginnt. Ärger macht keiner der Flüchtlinge. Die, was jetzt Pässe dabei haben, eben die Syrer, wo wir jetzt eben dabei waren, das geht relativ schnell. Das sind Familienclans eben immer, die werden weiter nach München geschickt. Bei den anderen muss man jeden Einzelfall eben schauen. Die werden Fingerabdrücke werden eben gemacht, kommt dann aufs Ergebnis drauf an, in welche Richtung das eben geht. Wenn eben, wie gesagt, jetzt, also die Damen, die jetzt hier im Hintergrund eben sind, die sind mit Sicherheit, dass sie in Italien schon gelebt haben. Und da ist die Möglichkeit hoch, dass die wieder zurück nach Italien eben müssen. Aber das muss erst abgewartet werden. Das kann bis zu 8 bis 10 Stunden dauern, bis wir das Ergebnis haben. Und dann muss erst entschieden werden. Und dann brauchen wir auch wieder Plätze, wo entweder sie gehen freiwillig zurück oder sie gehen in Zurückschiebehaft eben. Bei einer Reisenden bestand Tuberkuloseverdacht. Der Rettungswagen wurde vorsorglich alarmiert. Auf dem Gelände der Bundespolizei befindet sich eine Turnhalle. Diese wird aber schon lange nicht mehr für den Dienstsport genutzt. Die werden jetzt hier bei uns in der Turnhalle gesammelt. Die bleiben jetzt hier, bis sie durchsucht werden. Also kommen in den Nebenraum eben rein und werden dann eben durchsucht. Die ganzen durchsuchten Personen kommen dann in den anderen Bereich dann drüber und dann läuft es dann eben weiter mit Idee. Sprich Fingerabdrücke eben nehmen und die kurze Vernehmung. Bei den Flüchtlingen handelt es sich dieses Mal um Syrer und Eritreer. Geflohen vor Krieg und Terror in der Heimat haben sie tagelange Reisen hinter sich, um in Westeuropa Schutz zu suchen. Die leiden, die versuchen aus Syrien zum Beispiel zu fliehen. Es gibt auch wenig Möglichkeiten, sagen wir das, also über Luftwege nach Europa zu kommen. Die machen es meistens einen Umweg über Libanon oder die Türkei. Und meistens, die Palästinenser, die dürfen nicht nach Deutschland oder nach Europa kommen, die fliegen über Algerien und von Algerien nach Libyen, von Libyen über den Seeweg nach Italien. Dass sich die Grenzfahnder Bianca und Udo bald auch mal wieder auf die Jagd nach Drogen- und Waffenschmugglern machen dürfen, ist bei der anhaltenden Flüchtlingsproblematik äußerst unwahrscheinlich. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.